Die DHV-News vom 3. März 2023. Holecheks Gutachten gegen Legalisierung. Schwarz-Rot in Berlin könnte Legalisierung beerdigen. Mit freundlicher Unterstützung von Awai und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Zwei Vorbemerkungen. Die erste, nächste Woche gibt es keine DHV-News, mal wieder, wegen Unterwegsseinigkeit. Und die zweite, wir haben einen neuen Diamantsponsor. Das ist eine Sache, die mich natürlich besonders freut. Einerseits, ja, weil es natürlich unsere Arbeit unterstützt und ein bisschen Geld in unsere Kriegskasse spült. Aber auch, weil es Drehhandel ist, der da jetzt vorne in den News auftaucht. Dahinter steckt Dirk Rehan, einer der Gründer des Deutschen Handverbands. Das waren ja damals drei Leute, unmittelbar bevor ich dann dazugekommen bin, um den Laden dann aktiv zu betreiben. Und der hat sich dann danach spezialisiert auf Gewächshaustechnik, ist erst in den Großhandel gegangen und hat auch die ganze Zeit übrigens den DHV weiter unterstützt als Firmenmitglied. Und auch ist er der Erfinder sozusagen der Weihnachtsspendenaktion, indem er vor vielen, vielen Jahren im Hanfburg-Forum mal eine Adventskalenderaktion gemacht hat und 24 Leute gesucht haben, wo jeder ein Türchen übernimmt und jeder einen Tag im Dezember, 1. bis 24, seine kleine Spende hinterlässt. Und er hat es dann geschafft, diese 24 Spender zusammenzubringen. Ja, und das war die Keimzelle der heutigen Weihnachtsspendenaktion, wo 3.000 bis 4.000 Leute sich dran beteiligen. Wahnsinnsentwicklung, die eben auch darauf zurückgeht. Also kontinuierlicher Support von Dirk Rehan. Und der geht jetzt auch in den Endkundenbereich, im Go-Shop sozusagen, Online-Go-Shop. Das kommt dann demnächst, dann wird sich vorne in den News auch das Logo nochmal ändern und der Name, der da hinter Dirk steckt oder vor Dirk sozusagen, wie auch immer. Auf jeden Fall freut mich das irre und wir haben jetzt auch eine schöne Bandbreite mit den beiden. Ja, ein steil startendes Startup mit der Sanity Group. Kann ich mich bei der Gelegenheit auch nochmal bedanken für den Support, ja, mit der Marke Awai Medical und eben der Graswurzel Dirk daneben sozusagen. Das ist eine schöne Bandbreite, die wir da jetzt repräsentieren können, vorne in den News. So, jetzt aber zu Holecheck, das Hauptthema der Woche. Erstmal vorweg, es war immer klar, Entkriminalisierung der Konsumenten ist kompatibel mit EU-Recht. Und mit dem Bundesrat, ja, das ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat. Das heißt, eine gewisse Besitzmenge bei den Konsumenten für legal zu erklären, und auch Eigenanbau zu legalisieren, bis hin zu den Anbauclubs, Cannabis Social Clubs wie in Malta zum Beispiel. Das ist kompatibel mit EU-Recht, war nie strittig. Ja. Deswegen haben wir auch immer eine schnelle Entkriminalisierung gefordert, von Anfang an. Ja, das sofort mal zu erledigen, ja, wegzumachen und dann irgendwie auf die lange Reise zu gehen, über die Legalisierung und Regulierung des Marktes zu diskutieren, mit der EU zu diskutieren und so weiter und so fort. Ja. Ist leider nicht passiert bisher. Und das bestätigt auch Holecheks Gutachten, dass das möglich ist. Von daher ja, ist das nicht neu und bringt uns auch nichts, dass die Entkriminalisierung da drin steht. Haben jetzt einige sich darauf berufen und gesagt, oh ja, der sagt das auch, ja, dann lass er nicht machen. Natürlich, wir sollten endlich entkriminalisieren, ja, sehe ich auch so, aber da hilft das Gutachten jetzt nicht weiter. Das war nie unstrittig. Der wesentliche qualitative Unterschied ist der, dass die Bundesregierung ja nicht nur eine Entkriminalisierung der Konsumenten vorhat, sondern dass sie auch ein Angebot, ein Drogenangebot machen will. Ja, ein Drogenangebot, das ist eben der entscheidende Unterschied. Ja, das Ziel sind Fachgeschäfte für Erwachsene, also eine wirkliche Regulierung des Marktes mit Verkauf und einem Schnickschnack. Und wenn ihr da gerade gehört habt, das war Professor Bernhard Wegener, der dieses Gutachten für Holecheck geschrieben hat. Nicht verwandt wahrscheinlich mit Kai Wegner, der uns im nächsten Thema Probleme machen wird, dem Chef der CDU in Berlin. Wegener heißt der Professor hier. Und es geht also tatsächlich eben darum, diesen Markt zu regulieren. Das ist der Plan der Bundesregierung. Ja, das will die Bundesregierung durchziehen, eben diese ganze Marktregulierung mit Geschäften. Und das ist eben auch gut so. Dass es aber dafür enge Grenzen gibt, im EU-Recht, im Völkerrecht, also auch auf UN-Ebene, das wird in Lauterbachs Eckpunktepapier schon klar. Ist also auch nichts Neues, ja, dass das Probleme geben kann, ja, dass das zu Komplikationen, insbesondere mit der EU, kommen kann. Deshalb ist ja auch das Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben immer noch und ständig auch im Austausch mit der EU-Kommission, um zu gucken, ja, wie geht der Weg da jetzt durch sozusagen, was ist da möglich.
Und Holecek, der wettert seit langem mit den beklopptesten Argumenten gegen die Legalisierung. Das ist manchmal wirklich zum Fremdschämen. Der war ja auch schon in Brüssel, um bei der EU-Kommission dafür zu werben, den deutschen Antrag abzulehnen auf Legalisierung. Und als Holecek dann gehört hat, dass Lauterbach ein Gutachten in Auftrag geben will, um die EU-Kommission zu überzeugen, hat er gleich gesagt, oh, da will ich auch ein Gutachten gegen die Legalisierung. Ne? Hat er sofort dann bestellt sozusagen. Und dieses Gutachten hat der bayerische Gesundheitsminister Holecek dann eben diese Woche vorgestellt. Und ja, er wollte damit eben seine Meinung untermauern, dass das nicht vereinbar ist, die Legalisierung in Deutschland mit EU-Recht. Und siehe da, im Gutachten steht, EU-Recht und Legalisierung in Deutschland sind nicht miteinander vereinbar. Manche haben jetzt da gedacht, okay, oh, das ist jetzt die Beerdigung der Legalisierung und so. Aber es ist halt genau die gleiche Situation wie vorher. Wir haben ein paar Juristen, die sagen, Legalisierung ist nicht mit EU-Recht kompatibel. Und wir haben ein paar andere Juristen, die sagen, EU-Recht ist mit Legalisierung kompatibel. Ja, das ist jetzt genauso wie vorher. Und wird nochmal unterstrichen dadurch, dass mit perfektem Timing der Journalist Hasso Suliak im Fachportal LTO Online, Legal Tribune Online, vorab über eine noch nicht veröffentlichte Studie aus den Niederlanden berichtet hat, die eben sagt, Legalisierung in Deutschland ist kompatibel mit EU-Recht. Ja, und stützt tatsächlich auch genau Lauterbachs Linie mit dem sogenannten Interpretationsansatz. Und das Ganze hat dann diese Woche zu ulkigen Überschriften geführt. Zum Beispiel im Merkur stand, Gutachten, Cannabis-Legalisierung verstößt gegen Recht. In Pharmazeutische Zeitung mit dpa-Meldung, also in mehreren Zeitungen sicherlich erschienen, neues Gutachten hält Cannabis-Legalisierung für möglich. Und die Süddeutsche, Rechtsgutachten uneinig bei Cannabis-Legalisierung. Super, ja, totale Verwirrung, ja, genauso wie vorher. Keiner weiß, was jetzt da los ist, ob das geht oder ob das nicht geht. Und erstens schon sah noch so aus, als würde dieser PR-Gag von Holecek da funktionieren und als würde jetzt alle Welt glauben, dass das nicht kompatibel ist. Aber dann ging halt sofort dieser Leak sozusagen zu der holländischen Studie mit in diese Agenturmeldungen rein und so. Und seitdem steht eben überall, naja, es gibt halt jetzt mehrere Gutachten, die einen sagen, es geht, die anderen sagen, es geht nicht. Und damit ist im Prinzip die ganze Holecek-Nummer komplett verpufft. Sehr schön. Letztendlich, auch in der holländischen Studie, soweit die bisher beschrieben wurde jetzt eben in den Medien, ist ja noch nicht veröffentlicht worden, geht es eben darum, die Ziele der EU-Drogenpolitik mit Legalisierung zu erreichen oder sogar besser zu erreichen als mit Prohibition, was unserer Meinung nach natürlich funktioniert. Ja, also bessere Jugendschutz, Verbraucherschutz, weniger Kriminalität werden wir alles haben mit Legalisierung. Und das kann man auch entsprechend durch Studien beweisen. Ja, und genau das, deswegen hat ja Lauterbach auch eine Studie nochmal in Auftrag gegeben, um das zu beweisen. Und das in Kombination damit, dass man strenge Auflagen haben muss gegen grenzüberschreitenden Handel. Also dass jetzt nicht massig Drogentouristen nach Deutschland kommen und jede Menge Kilos dann sozusagen nach Hause bringen in ihre Heimatländer. Ja, dass man die da nicht so tangiert sozusagen und ihre eigenen Schwarzmärkte behalten können, wenn sie wollen. Ohne dass das von außen groß beeinflusst wird durch Deutschland. Wenn man das im Prinzip vernünftig hinkriegt, dann ist eben die Legalisierung in Deutschland kompatibel mit EU-Recht, sagt dieses niederländische Gutachten und stützt damit halt genau Lauterbachs Vorgehen. Das letzte Wort hat möglicherweise der Europäische Gerichtshof, nicht so sehr die Europäische Kommission, die jetzt erstmal quasi so politisch ja, grünes oder rotes Licht anzeigt. Aber wenn es dann durchgeht, ja, kann es immer noch sein, dass vom EuGH geklagt wird. Und unter uns Nerds ja sozusagen ist dann immer so die Diskussion, ja, aber wo kein Kläger, da kein Richter, wird denn überhaupt irgendein Land klagen dagegen, gegen die Legalisierung in Deutschland? Und da muss man natürlich sagen, okay, Ungarn und Polen zum Beispiel sind wegen völlig anderer EU-rechtlichen Streitereien wahrscheinliche Kandidaten dafür, dass die eben gegen die Legalisierung in Deutschland klagen vor dem EuGH. Diese Diskussion hat sich aber mehr oder weniger erledigt, weil in dem Gutachten auch drin steht, dass auch Bayern vor den EuGH ziehen könnte, indem sie einfach ein deutsches Legalisierungsgesetz in Bayern nicht umsetzen und dann eben entsprechend vor dem EuGH klagen und dann dieses deutsche Gesetz überprüfen lassen, ja, in der Hoffnung, dass es eben für nicht kompatibel mit EU-Recht erklärt wird. Also wir brauchen gar nicht nach Ungarn und Polen zu gucken. Ja, Bayern ist der Feind im Inneren, der uns im Zweifelsfall auch vor den EuGH bringen wird. Und Holecek gibt sich überhaupt alle Mühe, der Troll der Cannabis-Legalisierung zu werden. Ja, ich habe hier schon oft berichtet in den letzten Wochen über die total unsinnigen Argumente.
Und jetzt bei der Vorstellung dieses Gutachtens hat er wieder so ein Ding gebracht. Die Ziele, die Gesundheit der Menschen zu schützen, Jugendschutz, Entkriminalisierung, werden nicht erreicht. Und das zeigen auch die Erfahrungen aus anderen Ländern. Es bleibt ein Schwarzmarkt bestehen, sogar ein grauer Markt teilweise, der sich dann aus legalen Quellen bedient. Ja, so ein Quatsch mal wieder, ja. Also dieses Argument alleine mit dem Schwarzmarkt ist ja schon total verrückt, ja, zu sagen, wir sollen nicht legalisieren, weil ja dann Schwarzmarkt immer noch übrig bleibt. Wo wir jetzt 100% Schwarzmarkt haben, ja, also wenn am Ende Kanada Beispiel, ja, das können wir vielleicht annehmen, dass nach 3 Jahren Legalisierung immer noch ungefähr 1/3 Schwarzmarkt bestehen bleibt, ja, der dann erst so nach und nach dann verschwindet. Man hat also noch Schwarzmarkt übrig, 1/3, und deswegen sollte man auf gar keinen Fall legalisieren und 100% Schwarzmarkt behalten, ja. Wahrscheinlich ist das Argument mittlerweile selbst an bayerischen Stammtischen so unlogisch, ja, und so oft, wenn man das öfter bringt, ja, merken ja vielleicht auch dann die Trinker, dass das irgendwie Quatsch ist, ja. Und jetzt hat er ein ganz neues Argument aus dem Hut gezogen, nämlich den Graumarkt, der noch viel schlimmer ist als der Schwarzmarkt, ja. Was natürlich auch Quatsch ist, ja, ein Graumarkt ist nicht schlimmer als ein Schwarzmarkt. Und auch da, ja, der größte Teil wird auf jeden Fall eben ein regulierter Markt sein, ja, das geht relativ flott, das haben wir eben jetzt auch in Kanada gesehen, wenn man das richtig macht und man kann das auch noch schneller hinkriegen als in Kanada, denke ich, dann ist das halt nur ein Bruchteil von dem, was jetzt an Schwarzmarkt da ist und von daher der übliche CSU-Blödsinn halt, ja. Da lobe ich mir den Auftritt der Ortsgruppe München, Handverband München. Die haben nämlich eine kleine Kundgebung vor den Türen organisiert, als drinnen dieses Gutachten vorgestellt wurde. Und davon auch nochmal einen kleinen Eindruck. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Das Cannabisverbot ist verfassungswidrig. Schutz der Gesundheit hat auf jeden Fall Vorrang vor EU-Recht. Der Schutz der Gesundheit, der Schutz der Bevölkerung hat auf jeden Fall Vorrang vor veralteten internationalen Abkommen. Und eines muss auch klar sein, diese Abkommen regeln nur unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln. Der Eigenanbau, der Besitz könnte sofort entkriminalisiert werden. Und für diese Forderung stehen wir auch hier. Entkriminalisierung sofort! Ja, Argumente gegen den Bayern-Troll, wunderbar. Gute Aktion. Daumen hoch an die Ortsgruppe München. Schwarz-Rot in Berlin könnte Legalisierung beerdigen. Dazu habe ich jetzt überhaupt nichts hier auf dem Zettel stehen. Das muss ich euch so erzählen. Ihr wisst ja auch schon Bescheid. Ja? Ich erzähle ja hier seit Menschgedenken fast irgendwie was über den Bundesrat. Ja? Jedenfalls seit der Ampelregierung und dass der Bundesrat ein Problem ist und dass wir da irgendwie den Weg freikriegen müssen. Haben auch da ja mächtig irgendwie investiert sozusagen und Videokampagne gemacht, Leute zur Wahl aufgerufen und so weiter. Haben auch in Berlin ja jetzt wieder unser Ziel erreicht, nämlich dass es eine Mehrheit gibt für die bisherige Regierung, Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, wie auch immer. Die 3 Regierungsparteien könnten theoretisch weitermachen, das war erstmal das Ziel. Haben wir geschafft, ja, obwohl die CDU eben große Zugewinne leider bekommen hat. Nur, dass eben jetzt bei den Koalitionsverhandlungen natürlich trotzdem noch mehrere Bündnisse mit der CDU möglich waren, also Schwarz-Grün und Schwarz-Rot, und jetzt die SPD sich dafür entschieden hat, Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Und das ist ein Riesenproblem, weil damit im Prinzip die Hoffnungen schwinden, noch in dieser Legislaturperiode den Weg für die Legalisierung an der CDU vorbei freizumachen im Bundesrat. Wir hätten dafür nur noch die Hessenwahl gebraucht. Ja, das war im Prinzip so der Hoffnungsschimmer, dass man sagen könnte, okay, wenn jetzt die Nicht-CDU-Länder stabil bleiben, wie Berlin, Bremen demnächst auch nochmal in der Wahl, dann könnten wir es schaffen, in Hessen im Prinzip die CDU-Blockademehrheit zu brechen im Bundesrat. Wenn jetzt aber die SPD mit der CDU zusammengeht in Berlin, was die jetzt vorhaben, ja, dann ist es vorbei. Das stabilisiert die Mehrheit der CDU-Länder. Ja, die CDU kann dann eine Enthaltung von Berlin erzwingen, wenn es um die Legalisierung geht. Außer die SPD verhandelt jetzt in den Vertrag rein, dass der Legalisierung zugestimmt wird. Ja, bitte macht das ja, liebe SPD, aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Ja, das ist nicht die Giffey-SPD, ist jetzt nicht so wahnsinnig drogenpolitisch progressiv, sag ich mal so. Und die Union ist Anti-Drogen wie überall. Ja, ist jetzt ein viel größerer Wahlerfolg als die SPD. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das so läuft. Ja. Das heißt, wenn die Koalition zustande kommt, sehr wahrscheinlich ohne eine solche Vereinbarung, dann war es das, was den Bundesrat angeht. Dann wird die CDU innerhalb dieser Legislatur ihre Sperrmehrheit behalten und dann ist nur noch die Möglichkeit da, die Legalisierung durchzubringen, indem man die CDU
überzeugt irgendwie. Ja? Das war ja von Anfang an auch von vielen so der Gedanke, gerade auch von den Abgeordneten, die sagten, naja, durch Verhandlungen kriegt man alles irgendwie hin, fast alles. Ja? Das gibt natürlich auch tatsächlich Gesetze, die scheitern am Bundesrat. Und ich denke mal, die Cannabis-Legalisierung wäre für die CDU dann ein super Kandidat, ja, die Ampel vor die Wand zu fahren. Und selbst wenn nicht, wenn man Kompromisse mit der Union eingehen muss, dann wird das mit Sicherheit nicht besser dadurch. Ja? Also das wird auf jeden Fall die Sache erheblich verschlimmern. Insofern ja, sinkt jetzt tatsächlich auch damit mit so einer Koalition in Berlin die Wahrscheinlichkeit, dass die Legalisierung durchgebracht werden kann in Deutschland. Ja, das ist echt ein Problem. Nur ist es eben auch noch nicht in trockenen Tüchern. Bleibt noch abzuwarten, ob wirklich diese Koalition zustande kommt. Die Basis der SPD soll mal befragt werden in Berlin. Die könnte es theoretisch noch ablehnen, ja, aber mit dieser Entscheidung, jetzt die Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, wird auch das, diese Wahrscheinlichkeit geringer, dass es also jetzt noch irgendwie abgelehnt wird. Sehr schlechte Nachrichten sozusagen, diese Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Unsere Hoffnung war schon, dass die alte Regierung weitermacht. Giffey will nicht sozusagen. Ja, das ist wirklich ein Drama. Und ich hatte ja auch schon von Anfang an gesagt, dass dieses Jahr extrem schwer planbar ist, weil eben so viele Unwägbarkeiten unterwegs sind sozusagen. Ja, unter anderem eben auch diese Berlin-Wahl. Und das kann unsere ganze Arbeit komplett verändern für dieses Jahr. Und dann eben ja, zum Beispiel dazu führen, dass man noch mehr die CDU bearbeiten muss sozusagen, ja, und vielleicht doch noch einen Landesverband findet, der sich erweichen lässt. Oder dann eben auch zu sagen, erst recht jetzt schnell entkriminalisieren bitte. Ja, das ganze große Projekt steht absolut in Sternen. Gut, warten wir noch ab, was jetzt da passiert bei den Koalitionsverhandlungen. Aber das ist auf jeden Fall eine schlechte Nachricht. Eine gute Nachricht dafür aus Sachsen von den Linken. Das geht letztendlich zurück auf eine längere Geschichte, auch wieder Entkriminalisierung der Konsumenten, wo der schwarze Peter wieder hin und her geschoben wird. Ja, wo ich sagen würde, okay, soll der Bund jetzt schnell handeln und bundesweit gleich irgendwie im BTMG festlegen, so und so viel Gramm zum Eigenverbrauch bei den Konsumenten in der Tasche sind legal, müssen auch nicht beschlagnahmt werden oder irgendwas. Das wäre überhaupt kein Problem. Bei den Pflanzen ein bisschen tricky schon dagegen. Aber auch das ist vielleicht denkbar. Auf jeden Fall, Entkriminalisierung grundsätzlich ist machbar ohne EU, ohne Bundesrat und so weiter. Aber die Bundesebene, die Bundespolitiker, Blinert und auch Buschmann als Justizminister, die haben gesagt, naja, dafür sind die Länder zuständig. Ja, das können die ja machen. So wie sie jetzt eben auch diese geringe Menge Verordnungen ja schon haben, dass sie die möglichst konsequent auslegen. Wir haben dann im Juli letzten Jahres allen Landesjustizministern geschrieben, auch diese Situation geschildert, ja, im Bund wird jetzt die Legalisierung geplant, aber man will nicht vorzeitig entkriminalisieren. Ihr könnt es machen, zumindest die Strafverfahren einstellen, ja, rigoros. Geringe Menge heraufsetzen und auch bei Wiederholungstätern immer die Verfahren einstellen. Das ist eigentlich das Mindeste, was man jetzt von den Bundesländern erwarten kann. Es hat aber kein Bundesland zugestimmt unserer Forderung, bis dann die Wahl in Niedersachsen kam, wo das konkret auch im Koalitionsvertrag drinsteht. Und trotzdem ist nichts passiert, ja, weil die Justizministerin da keinen Bock drauf hat irgendwie. Und jetzt auch sagen, naja, wir warten jetzt aber trotzdem irgendwie auf die Bundesebene. Eigentlich ein totaler Fail in Niedersachsen bisher, ja. Also vielleicht kommt ja noch was, aber bis jetzt sieht es nicht so aus. Und dann war lange Ruhe und jetzt kommen die Linken in Sachsen an und stellen einen Antrag im Landtag, wo diese Sachen alle komplett drinstehen. Sehr schöner Antrag. Da steht auf Landesebene, soll die geringe Menge auf 30 Gramm angehoben werden. 4 Pflanzen sollen nicht mehr verfolgt werden. Auch Wiederholungsfälle sollen eingestellt werden. Genau unser Forderungskatalog sozusagen. Und man soll sich im Bundesebene und auf Bundesrat dafür einsetzen, eben die Legalisierung zu unterstützen. Sachsen soll im Bundesrat der Legalisierung zustimmen. THC-Werte im Straßenverkehr sollen festgelegt werden auf 3 bis 10 Nanogramm. Und ständig die Wissenschaft beobachtet werden, ob dann vielleicht nochmal angepasst werden muss, ja, nach oben möglicherweise sogar auch dann. Und Amnestie und Straffreiheit für Cannabis-Straftäter soll verfolgt werden. Insgesamt eine sehr runde Sache, ja, schöner Antrag der Linken in Sachsen. Danke dafür, ja, da würden wir uns viel mehr Fraktionen wünschen in Landtagen, egal ob ja, Opposition oder eben auch eine Regierung dann irgendwann mal wieder wie in Niedersachsen und dann auch handeln, ja, wie nicht in Niedersachsen. Das wäre schon schön, aber hier die Linken in Sachsen haben das eben jetzt mal durchgezogen.
steht doch noch was drin zur Prävention in dem Antrag, ja, dass die natürlich auch verbessert werden soll und so, das spare ich mir jetzt hier. Auch alles sinnvolle Sachen, kann man nichts gegen haben. Aber der Kern der Sache ist eben, Entkriminalisierung in Sachsen ist beantragt. Wird sicherlich abgelehnt, ja, wie das so ist mit Oppositionsanträgen. In Sachsen regiert eine merkwürdige Koalition aus Schwarz, Rot und Grün, also CDU, SPD und Grüne. Und vermutlich wird das da nicht passieren. Aber je öfter solche Anträge überhaupt kommen, ja, und die ganze Diskussion aufrechterhalten, desto besser. So, jetzt haben wir noch ein paar Kursmeldungen. Aus den USA gibt es eine Studie, die untersucht hat, wie das aussieht mit Verkehrstoten, Fußgängern. Ja, Verkehrstod ist jetzt ein neues Adjektiv, was ich erfunden habe. Ja, verkehrstote Fußgänger. Die sind untersucht worden. Und zwar im Vergleich Länder, die Cannabis legalisiert haben, US-Staaten, die Cannabis legalisiert haben, als Medizin, als Genussmittel und die, die es nicht gemacht haben. Und siehe da, es gibt nicht mehr, sondern weniger verkehrstote Fußgänger, da wo eben liberalere Cannabis-Gesetze gelten. Und die Forscher führen das darauf zurück, dass etwas mehr Cannabis konsumiert wird. Ja, genau das, wovor ja in Deutschland immer alle fürchterlich warnen, wie die Polizeigewerkschaften und so weiter, dass dann irgendwie fürchterlich viel mehr Unfälle passieren und so, wenn dann in bestimmten Altersgehorten zumindest, ja, also insbesondere ältere Leute, was mehr Cannabis konsumieren. Bei Jungen passiert das ja gar nicht, bei Jugendlichen jedenfalls nicht. Aber bei Älteren wird ein bisschen mehr konsumiert und deswegen wird der Verkehrstod an die Wand gemalt, ja, viel mehr verkehrstote Fußgänger. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern das ist so, dass dann weniger Alkohol konsumiert wird, was auch nachweisbar ist. Ja, da, wo eben legalisiert wird, wird ein bisschen mehr in älteren Jahrgängen konsumiert an Cannabis und ein bisschen weniger Alkohol. Und das führt zu weniger Verkehrstoten. Ja, selbst wenn ein paar Unfälle mehr passieren von Bekifften, passieren viel weniger Unfälle von Alkohol, sodass unterm Strich das Ganze signifikant ist, weniger verkehrstote Fußgänger, wo Cannabis legalisiert wurde. In Malta sind jetzt endlich die Regulierungen für die Cannabis-Social-Clubs endgültig online. Die Gebühren sind immer ein bisschen reduziert worden und so. Und vor allen Dingen kann man jetzt den Antrag stellen auf einen Cannabis-Social-Club seit dieser Woche. Wir sind gespannt, wie viele sich dann tatsächlich da anmelden, wie viele tatsächlich genehmigt werden. Jetzt kommt auf jeden Fall ein bisschen Schwung in die Sache langsam. Die genauen Regulierungen habe ich mir noch nicht angeguckt. Wenn ihr das jetzt schon mal machen wollt, dann guckt ihr in der Videobeschreibung euch die Quellen an. Dann haben wir ein Urteil in Italien, wo man denkt so, wow, der höchste Gericht hat den Eigenanbau von Cannabis erlaubt. Ja, es ist legal, wenn der Mensch, der da geklagt hat, für sich selbst Cannabis anbaut in kleinem Umfang. Also hat auch wohl sehr unprofessionell quasi so ein bisschen rumprobiert, jetzt ohne großartig Ertragsoptimierung und so weiter. Ja, halt einfach einer, der für sich selbst ein bisschen mal so eine Pflanze hochziehen wollte. Und hat gewonnen vom obersten Gericht, das gesagt hat, so, naja, das ist nicht illegal, ja, der gefährdet niemand anderen und gibt überhaupt keine Hinweise, dass dem sein Gras irgendwer anders gekriegt hat als er selbst. Deswegen ist er nicht zu bestrafen. Und das ist nicht illegal, das ist kein Verbrechen, was er da gemacht hat. Denkt man, wow, jetzt kommt irgendwie die große Welle legaler Eigenanbau in Italien und guckt so ein bisschen in die Ordner rein und denkt so, kommt mir bekannt vor, ja, und genau dasselbe Urteil ist im Prinzip 2019 schon mal gefällt worden. Offensichtlich gelten die dann erstmal nur im Einzelfall, na, wo man eben zwar sich daran orientieren kann und wo man offensichtlich dann sich nochmal nach oben durchklagen kann, aber der italienische Staat hat eigentlich gar nicht darauf reagiert, hat bisher jedenfalls kein Gesetz erlassen, wie jetzt unter welchen Umständen und so weiter Eigenanbau legal ist. Ja, insofern muss sich jetzt dann wieder der nächste hochklagen und so weiter und insofern steht auch in den Sternen, welche Bedeutung jetzt eigentlich dieses Urteil wieder hat, ja, ob das jetzt allgemeingültiger ist, ob jetzt auf einmal alle Italiener legal anbauen, nach der Erfahrung des letzten Urteils eher nicht. Das war's, ich bin durch, der Wahnsinn, Termine, Ortsgruppentreffen, nee, Mahnwache der Ortsgruppe in Oldenburg am 6. März, also ihr wart auf der Straße. Aber Treffen der Ortsgruppe in Magdeburg auch 6. März und hybride Teamsitzungen online wie in Präsenz Montag 6. März, also auch nochmal der 6., jetzt aber 7. in Stuttgart, Treffen der Ortsgruppe, Donnerstag 9. März, Hamburg, Stammtisch der Ortsgruppe, Karlsruhe, Treffen der Ortsgruppe, ebenfalls Donnerstag 9. März und nochmal Donnerstag 9. März, Online-Treffen der Ortsgruppe München. Die mit der coolen Aktion vor der Tür beim Holocheck, ja, also Münchner geht zur Ortsgruppe. Und in Hamburg gibt es den Online-Klönschnack am Dienstag, 14. März. Stuttgart, da ist nochmal was anderes als Ortsgruppentreffen, nämlich ein Informations- und Gesprächsabend rund um die Legalisierung.
ist wohl organisiert worden von mehreren Drogenhilfeeinrichtungen. Aber die Ortsgruppe Stuttgart ist in dem Fall auch wieder dabei als Teilnehmer der Diskussion. Und das war's mit den Terminen für die nächsten 2 Wochen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.